begrüße alle herzlich zu dieser Predigt in diesem Gottesdienst und auch die, die jetzt online zugeschaltet sind. Unser Thema heute hat ganz viel damit zu tun, wer kann uns widerstehen, wie wir schon in einem Lied gehört haben. Widerstehen mit einem I, ohne IE. Und das ist die interessante Frage. Ja, herzlich willkommen zu dieser Predigt. Unser Thema eben in einem Lied war, wer kann uns widerstehen? Und da geht es darum, widerstehen mit I, wer kann gegen uns sein? Und es gibt jemanden, der gegen uns ist. Wer kann das sein? Wenn wir Gott anbeten wollen, wenn wir uns im Namen Jesu Christi versammeln, wer kann gegen uns sein? Wer kann das sein? Weil der Satan versucht es halt immer wieder. Ja, der Satan versucht es halt immer wieder. Und wie macht er das? Allmöglichen Tricks, zum Beispiel, dass man sich verspätet oder dass man irgend so Sachen nicht einschaltet. Der Satan hat so seine Tricks. Das ist unser Thema, nämlich Umgang mit Versuchungen. Ist das Thema dieser Predigt. Umgang mit Versuchungen. Wir lesen uns dazu mal einen Text durch, den wir in der Bibel finden, nämlich Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Da lesen wir nämlich, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Als nun Jesus hörte, und dienten ihm. Ja, interessant, oder? Selbst Jesus sollte vom Teufel aufs Glatteis geführt werden. Selbst Jesus. Wer kann uns widerstehen? Was für eine Frage. Der Teufel hat was dagegen, dass wir uns ausrichten zum Herrn hin. Etwas dagegen, dass wir Gott ehren. Etwas dagegen, dass wir versuchen, heiliger zu werden. Nicht scheinheiliger, sondern unser Leben in Heiligkeit zu leben. Etwas dagegen. Es passt ihm nicht. Es schmeckt ihm nicht sozusagen. Wir hatten eben ein schönes Buffet. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Kleines Buffet, aber hat uns gestärkt. Und was sagt Jesus dazu, der 40 Tage und 40 Nächte gehungert hat? Der muss Hunger gehabt haben, oder? Der muss richtig Hunger gehabt haben. Und der Teufel sagt, mach doch, aus Steinen Brot, mach doch, wenn du Gottes Sohn bist. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Was für eine Antwort, oder? Wenn du irgendeinen Appetit hast auf irgendetwas, ich rede nicht nur von Appetit, was Hunger angeht, sondern wenn du irgendwas haben willst, es gibt Versuchungen unterschiedlichster Art. Versuchungen, die mit dir persönlich zu tun haben. Der Teufel weiß doch genauso, wo er dich kriegen kann. Er kennt dich. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott, der Herr, sieht das Herz an. Jesus, unser Herr und Heiland, kennt uns gut. Aber der Teufel ist auch nicht doof. Der weiß auch, wo er uns kriegen kann. Und er versucht das. Passt genau. Er weiß schon, was für dich passt oder für mich. Da gibt es Süchte,
die mit Alkohol zu tun haben, mit Medikamenten, mit Drogen unterschiedlichster Art, Spielsucht, Rauchen, Kaufen, Kaufsucht, ja, Shopping Queen. Wie viele Shopping Queens gibt es in Zeven? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon einige. Ist jetzt nicht so die Shopping-Meile, aber trotzdem gibt es viele, die sehr viel Wert auf die neueste Mode und das neueste Handtäschchen und ich weiß nicht was legen, wenn man sich so umguckt. Das ist schon interessant. Die Geschäfte verdienen ja dran. Auch Shoppen, Kaufsucht gibt es. Rauchen, aber auch Pornografieabhängigkeit ist auch eine Sucht. Unterschiedlichste Abhängigkeiten, mit denen der Teufel die Menschen kriegen kann. Oder auch Gier. Also, ich finde diese Schuhe besonders toll, die jemand anhat. Eigentlich finde ich, ich sollte die haben. Gestern war irgendwie eine Sendung im Fernsehen, die wir so am Rande kurz vor oder nach den Nachrichten mitgekriegt haben. Da ging es um jemanden, der sich Schuhe für mehrere tausend Euro gekauft hat und seine liebe Frau hat sich beklagt, dass er die auf dem Esstisch stehen haben wollte und meinte, er sollte die lieber in seine Vitrine stellen. Ja, wenn das die Streitfragen des Lebens sind, weiß ich auch manchmal nicht so ganz genau, dann denke ich, es gibt noch andere Probleme im Leben, welche die wirklich schwerwiegend sind. Diese Frage erschien mir relativ banal, ehrlich gesagt. Aber da spielt einfach auch Gier, haben wollen, nicht weil du Schuhe zum Anziehen brauchst, sondern nur noch, weil du sie schön findest und in der Vitrine angucken möchtest, eine Rolle. Auch Habgier, haben wollen. Ja? Das schnelle Glück. Nur mal so den kurzen Kick, ja? Und dann wird es noch toller, noch besser, noch attraktionaler. Diese Gemeinde erkennt ihr dann nicht wieder, nächste in zwei Wochen, wenn wir wieder da sind. Hey, ihr erkennt hier nichts mehr wieder, weil es wird einfach so attraktiv hier, das hält gar keiner mehr aus. Aber wenn ihr dann in drei Wochen wiederkommt, müssen wir das ja toppen, weil sich alle daran gewöhnt haben, wie cool es hier ist. Dann setzen wir noch einen oben drauf und dann als nächstes fliegen wir die Superstars aus Hollywood ein, damit das hier richtig cool wird. Oder was? Ich meine, ganz so cool sind wir nicht. Ich gebe es zu. Luft nach oben ist immer. Gebe ich auch zu. Wir arbeiten daran, denn mit Gottes Hilfe wird es werden. Aber auch dieses schnelle Glück, immer noch mehr. Es gab im Lateinischen ein Wort, das hieß lieber eher besser mehr. Das hatte vier komische Bedeutungen, aber das habe ich mir gemerkt. Lieber eher besser mehr, immer noch mehr. Steckte für mich in diesem komischen Wort irgendwie drin. Und dieses schnelle Glück treibt viele Leute an. Es muss noch cooler werden, muss noch toller werden. Das Auto muss noch schneller fahren und daraus entstehen manchmal gute Situationen. Macht ist auch eine Versuchung. Ein Amt zu haben, kannst du missbrauchen. Einen Posten zu haben irgendwo, kannst du missbrauchen. Politiker zu sein, du kannst das missbrauchen. In einem Vorstand zu sein, du kannst deine Macht missbrauchen. Die Frage ist, bist du mit Macht unterwegs? Dann bist du vielleicht auch mit Manipulation unterwegs. Mit Missbrauch von Menschen, womöglich. Oder bist du vollmächtig, begabt durch den Herrn unterwegs, in seiner Macht. Dann weißt du aber, du bist von ihm abhängig. Und das ist ganz anders, als wenn du meinst, du bist in deiner Macht unterwegs. Denn in Wirklichkeit hängst du dann dem Teufel an der Angel und übst Druck auf andere aus, Gewalt aus womöglich und missbrauchst Macht und missbrauchst vielleicht auch andere Menschen. Macht ist eine große Gefahr. Je höher Menschen kommen in einem Betrieb, in einer Organisation, desto größer ist die Gefährdung, dass sie auch Macht missbrauchen. So eine Art Rausch kriegen und Macht missbrauchen. Wie oft passiert das? Viele, auch hier im Raum, haben das irgendwo erlebt. Und auch Perfektionismus ist so eine Falle, eine Versuchung. Es muss richtig gut werden. Und nur wenn es genau so ist, wie es in meinem Kopf ist, dann ist es perfekt. Nun ist es aber dummerweise so, dass mein Kopf gar nicht durchsichtig ist. Das kann ich ja eigentlich erwarten, dass alle wissen, was ich mir da Schönes überlegt habe. Und dann müssen wir das alle so machen, wie das in meinem Kopf ist. Nur dann ist es perfekt. Und wenn das nicht so klappt, was mache ich dann?
Dann beiße ich in den Tisch vor Wut, schmeiß mich hin und trommel mit den Fäusten auf die Erde, wie meine Kinder, als sie klein waren. Oder was mache ich dann? Nee, es muss nicht perfekt sein. Manchmal gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und manche Menschen können manche Dinge viel besser als ich. Oder du. Oder wer auch immer. Ergänzung macht viel mehr Spaß. Und ein Gesamtkunstwerk in einem Team ist was ganz Tolles. Das hätte der Einzelne nie hingekriegt. Aber Perfektionismus kann auch eine Falle sein. Wenn du mal perfektionistisch unterwegs warst in deinem Leben, kann das auch eine Stärke sein, weil du gelernt hast, manche Dinge sehr genau zu tun. Sehr gut vorzubereiten, sehr gut zu planen, sehr gut zu organisieren, sehr gut zu koordinieren, was auch immer. Aber vielleicht hast du irgendwann auch mal Punkte erreicht in deinem Leben, in denen du nicht mehr konntest, wo du nämlich gelernt hast, wie abhängig du von Gott bist, dass du es nämlich gar nicht aus eigener Kraft kannst. Wenn du krank warst, wenn du Not erlebt hast, plötzlich merkst du, der ganze Perfektionismus taugt nichts. Und deine Ansprüche von 180% an dich selber kannst du dann vergessen. Weil wenn du 120 schaffst, ist es für andere immer noch super. Manchmal schaffst du nur 90 und vielleicht auch mal nur 60. So lernen, trotzdem zufrieden zu sein und das Beste aus den Umständen zu machen, die dir gerade gegeben sind, hat auch was mit einer Herzenshaltung zu tun. Aber sich bewusst zu sein, mit Gottes Hilfe wird es schon werden. Und auch Hilfe anzunehmen, in Ergänzung zu leben. Wir als Gemeinschaft können zusammen Dinge bewegen, die ein Einzelner nie bewegen kann. Wie traurig ist das, wenn ich alles allein machen muss? Ihr hättet heute nichts zu essen gekriegt, weil ich nicht zeitgleich hätte die Technik machen können. Dummerweise hätte ich auch nicht diesen Gottesdienst vorbereiten können oder gleichzeitig Leute begrüßen oder Gespräche führen mit euch. Hätte ich alles nicht gleichzeitig gekonnt, wie traurig und armselig wäre das gewesen. Wie gut, dass wir Gemeinschaft sind. Und Gemeinde hat auch was mit Gemeinschaft zu tun. Da steckt so ein gemeinsamer Anteil drin. Wie toll ist das? In Hauskreisen zu leben, in Teams zu leben, in Dienstgruppen zu leben. Wie super ist das? Familie. Ich meine, keiner kennt dich besser als deine Kinder, wenn du Kinder hast. Es ist ja verfänglich. Die wissen genau, wo sie dich packen können. Keiner weiß es besser. Vielleicht dein Ehepartner, wenn du verheiratet bist. So. Aber ansonsten, die pieken dich einmal an und du gehst hoch wie ein Luftballon manchmal, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt. Ich kenne sowas jedenfalls. Meine Kinder haben mich einmal schief angeguckt, eine Bemerkung in genau der richtigen Tonart losgelassen und zack ging die Mutter in die Luft. Liebevoll, geduldig, freundlich und ihr wisst, ne, so Frucht des Geistes. Luft nach oben, wie gesagt, auch da. Versuchungen können sehr vielfältig sein. Und nach Perfektionismus zu streben, kann auch starr machen in deinen Vorstellungen. Stattdessen zu sagen, ich habe eine klare Vorstellung irgendwo von, ich habe meine Kriterien, der Teil ist super, kann helfen, aber ich brauche auch Spielraum, um etwas zu gestalten. Und diesen Spielraum gemeinsam mit Leben zu füllen, das kann richtig Spaß machen. Gemeinsam unterwegs zu sein, wie toll ist das denn? So ein Abend wie heute hat keiner von euch allein, wenn er sich zu Hause im stillen Kämmerlein anschließt. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch mal von jemandem erzählen, der eine sehr, sehr klare Vorstellung hatte. Er heißt, ich sag nicht, wer es ist, aber er heißt Kalli. Kalli war fortgeschrittenen Datums und war mit seiner Frau unterwegs. Teneriffa. Ein alter Traum, den sie sich erfüllt haben. Sie waren auf Teneriffa. Und zu Teneriffa gehörte nach ihrer Vorstellung eine Besteigung des höchsten Berges, den es dort gibt. Der Tegel hat 3715 Meter. Das gehört schon dazu, wenn man Teneriffa bereist, waren sie der Meinung. Nun gab es bei der Frau gute Gründe zu sagen, okay, ich verzichte auf die Bergwanderung, aber Kalli wollte hoch hinaus. Er freute sich, er buchte die Reise, hat ordentlich Geld bezahlt, dafür lange gespart, um das hinzukriegen. Seine Vorstellung war klar, der Tegel sollte es sein. Die Gruppe war bereit. Er hatte einen Diabetes, hatte sich was in den Fuß getreten, hatte das zu spät gemerkt, der Fuß war entzündet, kurz und gut. Er konnte nicht laufen, nichts war mit Tegel besteigen. Aber seine Frau war bereit, in die Lücke zu springen und sagte, Teneriffa, Bergbesteigung, das gehört dazu.
bevor das schöne Geld verfällt und sie sind nicht auf die Idee gekommen, jemand anders damit eine Freundin zu machen, reiste sie mit der Gruppe mit auf den Tegel. Die Luft wurde knapp, sie war schwer asthmakrank. Die Luft wurde sehr knapp, sie war schon im Tal immer knapp. Je höher es ging, desto schlimmer wurde es und das Ende ihrer Bergwanderung war, dass sie mit dem Hubschrauber ausgeflogen wurde. Sie hatten sehr klare Vorstellungen, wie ein Teneriffa-Urlaub auszusehen hatte. Sie wurden sehr überrascht, wie er endete. Fast hätte es sie das Leben gekostet. Die Vorstellung war klar, der Plan war gut. Das Leben kam anders. Mit ein bisschen mehr Weisheit vom Herrn her hätten sie einfach diese Bergwanderung jemandem geschenkt, der sie sich nicht leisten konnte. Der hätte sich ganz doll gefreut, für immer im Guten dran gedacht. Beide wären gut davon gekommen, aber so? Starre Vorstellungen sind nicht immer hilfreich, oder? Ich habe mir Folgendes überlegt. Wie ihr wisst, kann ich nicht Auto fahren. Ich kaufe mir ein Auto. Einen roten Ferrari. Ist vielleicht jetzt heute nicht mehr so angesagt, aber früher schon. Als ich Karten mit meinen Cousins gespielt habe, so Autoquartett musste ich immer mit meinen Cousins spielen, habe ich alles auswendig gelernt, damit ich auch mal einen Stich sehen konnte. Roter Ferrari. Da sind aber grüne Ledersitze eingebaut. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Furchtbar, furchtbar. Gefällt mir nicht. Roter Ferrari mit grünen Ledersitzen geht für mich nicht. Aber ich habe bei VW weiße Ledersitze gesehen. Die kaufe ich mir. Passend zu meinem Ferrari. Weil weiße Ledersitze finde ich richtig gut. Könnte ja sein. Stimmt jetzt nicht, aber könnte ja immerhin sein. Jetzt nehme ich meinen weißen Ledersitz von VW und versuche den in meinen roten Ferrari einzubauen. Was glaubt ihr wohl, werde ich feststellen? Das passt nicht. Das passt nicht. Aber der Plan ist gut, oder? Aber richtig gut, weil die weißen Ledersitze sind richtig toll und mein roter Ferrari ist auch einfach super. Und ich weiß das ganz genau, dass das gut zusammen aussieht. Aber leider haben die Fabriken sich das anders ausgedacht und das passt gar nicht zusammen. Der Plan kann noch so gut in meinem Kopf sein, es wird nicht gehen, nicht genauso. Unterschiedliche Typen passen so nicht zusammen. Die ergänzen einander an der Stelle auch nicht. Dumm gelaufen irgendwie, dabei war die Idee richtig gut. Klare Vorstellung, sah gut aus im Kopf, hat nicht geklappt. Na gut, mache ich was anderes, kaufe ich mir ein Esszimmer. Uns ein Esszimmer. Wir haben nicht so viel Platz für ein Esszimmer, aber kann ja noch werden, ne? Wir kaufen ein Esszimmer, 6 Stühle. Ich komme in einen Laden, ich habe da ganz klare Vorstellungen, ja. Plötzlich bin ich designbegabt, Gott hat ein Wunder getan, plötzlich bin ich designbegabt. Und ich habe da so meine Vorstellung. Ich gehe ins Möbelhaus und sage, diese Stühle finde ich gut. Wir sind 6 Personen in der Familie, ich brauche 6 Stühle. Die sagen mir, gute Frau, das ist wirklich ein sehr schöner Stuhl, hochwertig, dies und das. Wir haben 5 Stück davon. Die gibt es auch nicht mehr nachzukaufen. Ich sage, das ist super, dann nehme ich 6 davon. Die sagen mir, ja, es gibt nur noch 5 überhaupt und sie können die auch nicht nachbestellen. Das geht gar nicht, die sind Auslaufmodell und sie kriegen die auch günstiger. Sag ich, das ist super, dann nehme ich 6. Und die sagen mir, Frau Volkmann, es gibt nur noch 5. Sag ich, das wollen Sie mir doch nicht alles ernsthaft erzählen. Der Plan ist gut, die passen genau in unser Esszimmer. Ja? Das kann nicht funktionieren. Ich kann allerlei veranstalten und trotzdem, das Leben ist manchmal anders als mein Plan. Es ist gut zu lernen. Warum? Vielleicht passen andere Stühle viel besser. Vielleicht gibt es die auch in der richtigen Anzahl. Vielleicht gefallen die dem Rest der Familie sogar viel besser. Vielleicht halten die länger, vielleicht sind die stabiler, vielleicht sind die viel toller. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich manchmal gefragt, einer Versuchung zu widerstehen. Und wenn ich sage, das ist genau der Stuhl, genau den brauche ich, 6-mal. Und den gibt es nur 5-mal. Ja, was mache ich dann? Mich tot ärgern? Mich schwarz ärgern? Dann freut sich der Teufel. Passt zu seiner Lieblingsfarbe. Aber ganz ehrlich, manchmal musst du von deinen Vorstellungen abrücken. Und einer Sucht oder einer Gier oder dem, was du haben willst oder was dich packen will, widerstehen und sagen, okay, nicht schlimm. Ich lebe auch ohne ganz gut. Ganz gut. Ich kann dem widerstehen. Es ist überhaupt nicht schlimm. Der Teufel wird mich da nicht packen. Ich ärgere mich auch nicht darüber. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt es. Ich kann mich am Herrn freuen.
ob ich jetzt diese Stühle habe oder das Auto habe oder alles nicht habe, ist doch ganz egal, es ändert ja nichts daran. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und Jesus hat dem Teufel widerstanden. Warum sollen wir es nicht auch können? Wir sind nicht so heilig wie Jesus. Aber den Teil könnten wir immerhin von ihm lernen und ihn bitten, uns dabei zu helfen, dem Teufel nicht immer wieder auf den Leib zu gehen. Ich erzähle euch mal eine schöne Geschichte, die ich gerade aktuell mit einer Gemeinde mit Gott erlebt habe. Wie ihr wisst, bin ich seit, oder manche von euch wissen es, ich bin seit ungefähr 35 Jahren in der Krankenpflege im Erstberuf unterwegs. 35 Jahre Krankenschwester. Kurz zum Feiern, ne? Oder? 35 Jahre Krankenpflege. Nun habe ich mir etwas vorgenommen. Dafür brauche ich einen Erste-Hilfe-Schein mit einem bestimmten Paragraphen drauf. Das kränkt meine Ehre, muss ich gestehen, weil Majestätsbeleidigung ist angesagt, ja? 35 Jahre Krankenpflege. Ich musste ständig zu Erste-Hilfe-Fortbildungen im Krankenhaus. Die gehören nämlich standardmäßig zum Repertoire. Jeder Arbeitgeber muss sein Personal im Krankenhaus regelmäßig in knappen Abständen dadurch jagen. Alles, was mir fehlte, war ein bestimmter Aufdruck auf meinen Zettel. Also musste ich dahin. Das hat mich echt genervt. Ich hatte gerade ziemlich viel zu tun. Ich war gerade sehr krank gewesen. Und nun auch das. So, das Elend wurde noch größer. Aus der dreistündigen Fortbildung wurde dann bei dem Anbieter in Torstedt eine achtstündige Fortbildung. Das fand ich überhaupt nicht komisch, der ganze Samstag im Eimer, weil jetzt auch noch 8 Stunden Erste Hilfe. Sagt mir eine junge Frau dazu, es ist doch wichtig, dass man weiß, was man im Notfall tun muss. Sag ich, ja, das finde ich auch. Ich habe dann den Rest nur für mich gedacht und nichts dazu gesagt, aber ich hatte einfach schlicht gesprochen, unter uns, keinen Bock dahin zu gehen. Ich war selten so bocklos wie an dem Tag, als es losgehen sollte. So, ich bin dann also aufgestanden, ich war hundemüde, es war nämlich der Tag nach unserem Konzert. Wir haben mit vielen Lobpreisern aus dieser Gemeinde ein Konzert gegeben. Es war der Himmel auf Erden, es war richtig toll und einige von euch waren dabei. Andere können sich das jetzt zumindest noch auf unserer Webseite anhören. Es war echt cool. Und ich war müde am nächsten Tag, denn wenn ich bis spät abends mit Lobpreis beschäftigt war, dann ist noch jede Körperzelle mit Lobpreis beschäftigt und das geht noch eine ganze Weile so. Und die Freude am Konzert und Adrenalin und so weiter, also bis ich mich so wieder sortiert hatte und schlafen konnte, hat das ein bisschen gedauert. Ich war so richtig müde am nächsten Morgen und um 8:30 sollte diese Fortbildung losgehen. Ich musste da ja noch zu Fuß hin. Naja, ich komme da hin, freuen die sich, dass ich da bin und ich sage, wo ist denn der Rest? Und das fängt eine halbe Stunde später an. Ich sage, das ist ja nett. Ja, sagt der Referent, alles gut. Ich sag, finden Sie, ist ja auch meine Zeit und nicht nur Ihre, ne? So, ich hätte gerne noch in Ruhe gefrühstückt und den Morgen in Ruhe begonnen. Ach so, sagt er. Ja, sag ich, ach so, aber na gut, jetzt sind wir hier, ist ja auch schön. Ich freue mich auf den Tag, jetzt so langsam. Fing so langsam an, sehr langsam. Geht die Tür auf, kommt noch eine Frau rein. Ja, sagte, das ist die zweite. Ich sage, wie, das ist die zweite? Das ist hier ein Erste-Hilfe-Kurs, oder? Ja, sagte, sie sind 2 angemeldete Teilnehmer. Ich denke, das läuft ja gut. Ganz irgendwie so ein Team mit 3 Mitarbeitern und 2 Leute sind angemeldet. Dachte ich, na, gutes Geschäft, das ist ja richtig toll. Das macht ja Spaß. Und dann reanimieren wir einander, oder was? Naja, wir waren dann zu zweit und dann sagten sie mir, ja, aber wir haben die Stunden hier aufgestockt, Sie haben das ja vielleicht gesehen, auf 8 Stunden, weil wir das Ganze umgemodelt haben in eine interne Fortbildung. Ich sage, jetzt wird's lustig, was für ein Betrieb denn eigentlich? Mehrere unterschiedliche, also es interessierte mich wirklich. Ja, da kommen jetzt noch Leute von Jysk dazu. Entschuldigung, ich wollte keine Werbung machen, also ein Möbelhaus hat seine Filialleiter in diese Schulung geschickt, damit sie betriebliche Ersthelfer werden. Wenn ihr jetzt wisst, ich berate gerade eine andere kleine Gemeinde, die ziemlich viel Not hat dabei, ihr Café neu einzurichten, was 30 Jahre alte Möbel hatte und die Möbel haben sie gerade entsorgt aus guten Gründen. Da kannst du nur auf der Erde sitzen, wenn die jetzt in ihr Zuhause zurückziehen, in ihre Gemeinde, in ihr Gebäude. Wir haben Fördergelder beantragt, Gott hat uns geholfen, wir haben die auf dem letzten Drücker bewilligt gekriegt. Aber die Vorschläge, die die jungen Frauen, die sich zusammengetan haben und gemacht haben, welche Möbel wir kaufen sollten, passten online zusammen, in Realität aber leider nicht, wie sich herausgestellt hat. Und der Versand hätte die halbe Gemeindekasse gefressen.
Also habe ich gedacht, so, wie kriege ich das jetzt hin, diese jungen Frauen nicht zu frustrieren, die Möbel ranzuschaffen, das Ganze in dem Stil, wie sie sich das überlegt hatten und so weiter. Ich hatte echt keine Ahnung und ich kann das nicht. Und dann kriege ich da eine ganze Gruppe von Filialleitern von Möbelhäusern im Erste-Hilfe-Kurs vor die Nase gesetzt. Die haben mich so toll beraten. Und das Coolste war, einer aus dem Ort, in dem ich lebe, war auch dabei. Da bin ich dann hingegangen in der nächsten Woche. Ich habe mich mit dem verabredet, der hat gesagt, Großauftrag, ich berate dich persönlich, komm zu mir. So, okay, mache ich. Was ich nicht wusste war, der ging einen Tag später dann in den Urlaub. Ich habe da kurz angerufen, bist du noch da? Sagt er, jo, ich bin da. Sag ich, gut, ich komme vorbei, passt, jo, passt. Dann bin ich dahin. Wir sind noch 1000 Euro mit den ganzen Rabatten, die ich bekommen habe, unter dem kleinen Geld geblieben, was uns insgesamt zur Verfügung steht. Das heißt, wir können noch Lampen kaufen, wir können noch Bänke für die Wände kaufen. Richtig schick. Es wird super cool. Also Bänke klingt langweilig. Nee, das wird schick. Und ich preise den Herrn, dass er selbst in diesen kleinen Dingen zu uns steht. Amen. Aber nicht nur er ist treu, sondern da, wo wir auch treu sind. Ich bin da hingegangen. Ich habe gesagt, okay, Gott, ich mach's. Ich habe gemurrt und geknurrt. Ich wollte nicht zu diesem Erste-Hilfe-Kurs. Und Gott hat immer wieder gesagt, tu's. Ich sage, okay, Gott, ich mach's. Und ich wollte nicht. Ich habe wieder gemurrt und geknurrt und gesagt, muss das auch noch sein? Und alles, was ich gehört habe, war im Gebet, tu's. Ich habe gesagt, okay, Gott, ich mach's. Ich bin so beschenkt worden und mit mir eben all diese Menschen, die dann dieses Café nutzen werden, das passt zu der Vision, die Gott mir schon lange dafür geschenkt hat. Und ich preise den Herrn, wie toll er das eingefädelt hat. Das kannst du als Mensch niemals machen. Wie hätte ich das tun sollen? Ich würde ratlos da sitzen. Aber Gott hat mir genau die richtigen Berater an die Seite gestellt. Und ich preise ihn dafür. Es hat auch damit zu tun, Versuchungen zu widerstehen. Hätte ich ausgeschlafen, ich hätte die Leute nie kennengelernt. Wäre ich nicht hingegangen, obwohl Gott meinte, es wäre dran. Ich hätte das alles nicht erlebt. Und Versuchung zu widerstehen ist manchmal schwer, kostet manchmal Überwindung, ist manchmal unbequem und lästig und doof und ja? Und manchmal habe ich so gedacht, ich bin dann so in der Phase wie meine Kinder, die dann noch einen Schnuller brauchten und dann war das Leben in Ordnung, als sie klein waren. Ne? Nun bin ich aber schon ein bisschen größer. Und ein Schnuller sieht dann auch nicht mehr aus. Also muss ich mir eine andere Strategie überlegen. Und ich habe mir überlegt, schmollen, beleidigt sein, weinen und jammern ist vielleicht nicht der Plan A, wenn man vor Versuchungen steht, sondern zu sagen, Jesu Hilfe werden wir Überwinder sein. Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Das wollte ich euch gerne mitgeben. Es ist nämlich ganz schön spannend, mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist nicht immer einfach, wer hat das schon gesagt? Aber dem Teufel nicht auf den Leim zu gehen, dabei hilft Jesus uns gern, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir weiter in seinem Wort wachsen. Klare Vorstellungen sind super, aber sich zum Herrn hin auszurichten, wird es nie ersetzen können. Das ist die klarste Vorstellung, die ich habe. Gott an erster Stelle zu setzen. Alles andere mag sich daraus ergeben. Liebe Gott, wie wir hier sehen, liebe deinen Nächsten, geht hin in eine Welt und machen sie jünger. Wie gut ist das? Aber das können wir nur tun, in Wirksamkeit tun, wenn wir in seinem Wort wachsen und wenn wir den Versuchungen widerstehen. Passgenau vom Teufel auf dem Silbertablett serviert werden. Der macht uns das schmackhaft. Das Zauberwort heißt? Widerstehen? Nein, genau. Sag einfach mal nein, wenn dir eine Versuchung serviert wird. Sag einfach nein. Und sei nicht traurig über das, was dir entgeht. Freu dich, dass du mit Jesu Hilfe weiter wachsen darfst. Und was er für dich bereithält, wird jedenfalls besser, schöner und größer sein als das, was dir da entgangen ist. Denn der Teufel lauert überall und er ist allzeit bereit. Widerstehe ihm. Das Zauberwort heißt an der Stelle nein. Mit Gottes Hilfe. Amen. Moin! Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei diesem Video zugeguckt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren
unter anderem auf den wunderschönen Button hier zum Abonnieren drücken. Ihr seid alle natürlich ganz herzlich eingeladen, Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal haben wir auch am Samstagabend einen Gottesdienst. Das findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage unter dem Reiter Veranstaltungen. Da könnt ihr immer wieder den aktuellen Monatsplan euch zum Beispiel auch angucken oder zum Beispiel gucken, wann zum Beispiel auch alle anderen Termine gerade von unserer Gemeinde einfach gerade dran sind. Wir haben natürlich nicht nur unsere Homepage, sondern wir haben natürlich auch noch Facebook, was ihr natürlich auch noch nutzen könnt. Und neuerdings haben wir jetzt auch schon Instagram. Alle nötigen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Findet ihr aber auch zum Beispiel, wenn ihr hier auf Info geht und dann ihr zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram oder zum Beispiel hier auch einfach auf die Webseite klickt. Sind natürlich auch hier unten jetzt Links natürlich auch noch angegeben. Für jeden, der nicht ganz genau weiß, wo die sind. Aber ich werde sie auch natürlich auch unten in der Videobeschreibung natürlich auch noch verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.